Hallo meine Lieben, wie ich es bereits angekündigt hatte, kommt jetzt endlich das Spind-Video. Und ja, das ist mein Spind von außen. Und wenn ich den aufmache, sieht das erstmal so aus. Hier oben auf dem Spind haben wir einmal alte Sachen, eine alte Futterschüssel, alte Decken. Dann habe ich eine alte Schabracke und Helme. Hier links hängt Xenas Halfter. So wie Xenas Trensen. Da haben wir zum einen hier diese hübsche schwarz-pinke englisch kombinierte und einmal noch die mexikanische Trense von Xena. Ja, hier oben hängen Xenas Gamaschen, so wie eine Hengstkette, die allerdings nicht für Xena ist, die ist noch von einem anderen Pferd übrig. Und ja, Schabracken, Satteldecken von Xena, mein Reithelm. So wie meine Handschuhe. Ja, hier sieht man die Longierpeitsche, so wie die Longe, meine Winterstiefel oder Matschstiefel. Da hinten sind ein paar ausrangierte Trensen drin, was man jetzt nicht sieht. Da oben drauf sind meine Reitschuhe und meine Stiefelschäfte, die ich jetzt aber nicht raushole, weil ich nicht geputzt habe. Ja, hier vorne ist noch der Putzkasten von Xena. Und ja, Stiefel von meiner Reitbeteiligung, Xenas Ausreitdecke und Abschwitzdecke. Hier oben haben wir einmal so Krimskrams drin, Leuchtzeug und ja, so Sachen zum Ausreiten. Auch nochmal ein paar Gamaschen, allerdings sind die nicht von der Xena, die sind ja ein bisschen arg groß. Ja, hier drüber in dem Fach, da haben wir so alle möglichen Arzneimittel drin, Salben und ja, Huffett, Braunurlösung, alles mögliche, was man mal so braucht. Ein bisschen Watte, Blauspray, das Nötigste eben. Ja, hier ist mein Fach. Hier stehen wichtige Nummern drauf, die halte ich jetzt zu. Also den Tierarzt, Hufschmied, meine Nummer, die Nummer der Reitbeteiligung. Alles, was man wissen muss. Hier ist dann noch mein Fach. Momentan liegt da die Kameratasche drin. Und ein paar Leckerchen, eine Urkunde, die wir mal gewonnen haben. Und so Kleinigkeiten. Hier ist noch das Schloss. Und das hänge ich immer dran, wenn ich am Stall bin. Ja, Xena hat auch ein Tagebuch, wo die Reitbeteiligung und ich immer reinschreiben, was wir so mit Xena gemacht haben. Das liegt dann hier. Da hinten ist eine Teetasse mit ein bisschen Zucker drin. Und daneben ist noch ein Glas mit so ein paar Stiften drin. Das sieht man jetzt nicht so gut. Deswegen zeige ich euch das jetzt so nochmal. Also hier sind so ein paar Addings drin, wenn man ein bisschen mal was beschreiben muss oder so. Beschriften muss. Ja, hier ist ein kleiner Spiegel und eine Schleife, die Xena und ich mal gewonnen haben. Und ansonsten, ach ja, hier unten sind noch Halsringe. Der große ist klar für Pferde und der kleine, der ist für die Xena. Der passt besser als dieser riesen Sisalring. Und ja, das ist so im Groben und Ganzen eigentlich schon unser Spind. Wenn man den jetzt zumacht, dann sieht man noch das schöne Xena-Schild, das hat eine Reitbeteiligung von mir gebastelt. Und ja, kurz und knackig war das jetzt mein Spind-Video und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.